spielen heute Lethal Company zusammen mit Baso, Toni, Divi und Lumenti. Ich hab gar keinen Plan, was abgeht. Hast du noch gar nichts dir erzählen lassen, Blask? Ich hab's Stream aufgehabt, aber auf dem zweiten Bildschirm. Also ich weiß, wie es aussieht, aber ich weiß über das Spiel halt gar nichts. So. Das müssen wir jetzt tun. Wir müssen Planeten eingeben oder müssen wir landen und da müssen wir ganz viel Müll sammeln und am besten nicht sterben. Und den Müll dann hier rein in den Griff packen, damit wir den verticken können am letzten Tag. Wenn wir alle sterben, dann ist der komplette Müll weg. Das deswegen weiß ich. Dann dürfen wir aber schon mal in den nicht alle sterben. Wir sind quasi der Trödeltrupp von Kabel 1, aber im Weltall, oder? Jo, wir machen gleich so Rares für Rares. Ja. Okay, Crew, oh, folgt uns. Junge, hier steht 8.05 Uhr. Mit den neuen Rekruten. Das kann gar nicht sein, dass Linda hier wach ist. Ein Main Hallo? Entrance? Es gibt immer einen Main Entrance und dann gibt es noch mehrere Christian, Fire Exits. Christian. Wenn mutig ist, ein Exit. Okay, wir gehen los. Let's go, ihr mutigen Mäuse. Rechtsklick kannst du scannen. Wichtig. Und was sehe ich dann? Na so, wenn Items auf dem Boden liegen und Monster kannst du ausscannen. Und zum Beispiel hier, guck mal, die Türen kannst du scannen und dann steht da Main Entrance. Kann ich kämpfen? Negativ. Oh, gehen wir hier rein, ja? Hier ist ja voll dunkel, ich sehe gar nichts. Da kommt gruselige Musik, hörst du das auch? Toni, du gehst vor, ja? Okay. Ich bin sehr mutig. Oh, sehr gut. Da kommt ein Geräusch, oder? Nee? Was ist das? Was ist das, eine Rohre? Ah, das sind nur Rauch, hier ist nix. Oh, New Creature Data Center Terminal, wurde ein Monster gescannt. Was ist das? Oh mein Gott, das ist das hier aus deinem Clip, Linda. Vielleicht, ja. Möglich. Du musst früher springen, als du denkst. Also, das hat ein bisschen Delay. Das springt ein bisschen früher. Aber ich sehe auch gar nichts, weil es so arschdunkel ist einfach. Ja, ich habe keine Taschenlampe oder so, ne? Habe ich da Arsch gehört? Hier ist ja auch nix. Ach man, nix. Da müssen wir noch ein bisschen weitergehen. Wenn ihr hier scannt, was ist das da oben? Oh, ich weiß, das ist das Monster. Oder so. Hilfe! Das war nur ein kleiner Wurm. Oh. Ja, man muss einfach ein bisschen mutig sein und so ein bisschen erkunden und so, wisst ihr? Okay, du bist mutig, ich erkunde. Ja. Nee, Christian ist mutig. Ich bin mutig. Christian, sei doch mal ein Mann. Warum ist jetzt irgendwie nicht erfolgreich? Wir haben ja noch gar nichts gefunden, ne? Nee, es geht schon erfolgreicher, aber wir sind. Es ist ja voll das Labyrinth, also ich finde ja nie wieder raus. Oh, ich hab was. Hallo? Hallo? Hallo! Hey! Oh, Junge, ich dachte. Oh, du hast den Motorblock. Ich hab ganz viele Sachen. Wo ist der Rest? Oh, guck mal, das Cookie, ist so ein Cookie-Mold-Pan. Geil, wir backen Kekse. Divi, komm mit. Der Affenmann ist übrigens hier. Falls ihr nicht wisst, was der Affenmann ist, das ist so ein gruseliger Affe. Nicht hier. Warte, hier können wir auch noch reingehen und gucken, ob hier was ist. Oh ja, guck mal, hier ist noch ein. Oh, Metal Sheet. Zack. Der Affenmann, greift euch so von hinten und dann zieht euch in die Backrooms. Der Affenmann, ich raff gar nichts. Der Affenmann, der ist nicht so freundlich. Warte, wo seid ihr hingelaufen? Nach oben? Oben. Boah, es ist ja so dunkel. Ich finde euch nicht. Yeah, einfach hier hoch, warte, ich hol dich ab. Ah. Yeah. Ich geh vor, keine Angst. Oh, hier aber ist aber eine Sackgasse. Wollen wir denn okay, überhaupt? Perfekt. Wir wollen doch gar nicht zum Affenmann, oder? Wenn er uns umbringt. Aber der Affenmann ist ja überall, also das, so. Der ist nicht an einem bestimmten Ort. Ich weiß ehrlich gesagt den Nachweg nicht mehr zum Fire Exit. Ja, ich habe auch gar keinen Plan. Folg mir einfach meine kleine Azubi. Okay. Wo müsste der Ausgang sein? Aber ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube unten. Ich bin mir aber nicht sicher. Es ist 5 Uhr. Ich würde gerne ausstempeln. Oh, da gehen wir nicht hin. Nein. Nicht da hingehen. Oh ja. Oh. Vorsicht, da ist ein Glibbel. Highground Dare. Glibbel macht Damage. Wir müssen gehen. Aber hier ist doch nicht eine Sackgasse hier irgendwo? Scheiße, hier ist eine Sackgasse, du hast vollkommen recht. Der Glibbel kommt nach unten. Ja, wir sind am Arsch. Ja, der kommt jetzt zu mir. Also wenn ihr schnell seid. Also okay, ja, dann könnt ihr herkommen. Er ist hinter mir. Ich glaube, wir müssen dann hier lang. Hier war irgendwo der Fire Exit, glaube ich. Divi, du kannst ihn aber dodgen. Den Glibbel. Ja, wir sind gerade voll drüber gelaufen über den Glibbel. Hä, wo ist denn jetzt der Exit nochmal? Ja, hier rüber, oder? Wo ich euch eingesammelt hab. Oh nein! Wo ist der Exit? Keine Ahnung, wir finden ihn schon, ne? Ja, also ich bin ehrlich, das sieht hier jetzt gar nicht gut aus für mich. Wo ist denn der Ausgang? Oh, hier ist Licht! Hier ist Licht! Wie komme ich? Ich bin draußen! Soll ich den jetzt... Hier ist Licht? Hier, ja, hier ist ich hab den Ausgang gefunden. Dem jetzt müssen wir Schnauze halten. Pünktlich um 19 Uhr. Hat sie gesagt, wir müssen Schnauze halten? Trust me. Okay, ich darf nichts sagen anscheinend.
Crouchen. Steuerung. Der hat mich aufgegessen, die Sau. Ich glaube, er hat Bless gefressen. Mann, ich war kurz... Ich habe noch Items draußen. Ich war kurz vorm Schiff. Die ist auf einmal losgesprintet. Warum bin ich denn gestorben jetzt? Frechheit. Ah, ich würde meinen Keksblech nach Hause bringen. Ist Bless tot? Ja, glaube schon, ja. Ich noch ein Item. Oh, ich dachte halt, hier wäre ein Hund. Ich habe ihm gesagt, er soll leise sein und crouchen. Nee, aber dann hat er einfach den Wurm gefressen. Das war der Wurm. Oh, nein. Scheiße. Der Wurm hat mich aufgegessen. Aber was ist denn der Wurm? Du musst halt bedenken, dass der Wurm da ist. Ja, ja, ich hab keine Angst vorm Wurm. Famous last words. Ich hab actually richtig Angst vorm Wurm, Leute. Ich hab die nur angelogen. Also, Ziel des Spiels scheint zu sein, wir landen auf einem Planeten, wir sammeln Scheiße auf diesen Planeten an, also Keksbleche, Motorblöcke, bla bla, alles, was man verkaufen kann. Und dann fliegen wir wieder weg, verkaufen das Zeug und müssen eine bestimmte Quote erreichen, glaube ich. Wir müssen einfach Sachen einsammeln und verkaufen, ohne zu sterben. Leute, sie hat dich verkauft, sie wollte, dass du wegen einem anderen Gegner ruhig bist, aber sobald du dieses bedrohliche Bodengrummeln hörst, rennen. Ja, ich dachte mir, als ich sie rennen gesehen habe, aber da war es zu spät. Quote ist ja gerade noch ganz... Hallo? Moll. Small Quota. Ja. Hallo. Also mir wurde gesagt, dass leise sein und crouchen nicht die beste Idee war, als der Wurm kam. Ja, bei dem Wurm nicht, aber es gibt Gegner, die kommen nachts raus und die reagieren auf Sound und wenn du dann läufst oder redest, dann kommen die halt. Und ich hätte nicht gedacht, dass jetzt am Anfang direkt der Wurm kommt. Ich lauf so 12 Minuten lang aus diesem Labyrinth raus, stehe einen Meter vom Raumschiff, wird aufgegessen. Oh. Ja, wenn du merkst, dass der Boden so vibriert und so brrrr gemacht wird und so Steinchen nach oben fliegen, musst du richtig schnell losrennen. Ja. Ja. Du hast auch gar nichts gesagt, du bist einfach losgelaufen. Und ich so, Moment mal, ich sollte auch laufen, glaube ich. Ja. Haben wir jetzt genug Kohle gemacht? Ich glaube nicht. Noch nicht. Wie lange haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt bestimmte Tage Zeit, um Geld zu verdienen, oder? Ah, Deadline 2 Days. Okay. Können wir losfliegen wieder? Also wir haben ein kleines Problem, was die Planeten angeht, weil die Conditions auf allen Planeten gerade ganz schön shitty sind. Deswegen nehme ich einfach den, der am wenigsten shitty ist, ja. Wie du da so am Keyboard stehst und so rein aus den Tasten. Das sieht so geil aus. Okay. Okay. Oh Mann, auf den Planeten regnet's. Seine Scheiße. Oh nein! Warum kann ich nicht schnell? Komm mit, meine kleine Azubi! Kuni, du stehst bei mir leider in der Wand. Nein! Du bist gerade durch den Boden durchgefallen. Nee, ich bin aber durch den Boden gebackt. Habt ihr es gesehen? Du, nee. Ja, du standst in der Wand und bist durch den Boden gefallen dann. Übel weird. Das war übel weird. Abfahrt! Aber Moment, das nicht mehr. Vorsicht bei diesen dunklen Spots ist, glaube ich, Treibsand, oder? Ah, ich sterbe! Du wälzt wieder durch den Boden. Ich lebe. Okay, nice. Also, bei dieser Map, wenn ihr aus dem Schiff rauskommt, da sind direkt Rohre hinter euch, dann geht ihr immer diesen Weg hier. Da ist immer der Main Entrance. Also, es gibt mehrere Varianten von der Map, aber wenn diese Rohre da hinter euch seid, immer hier lang, dann findet ihr den Eingang. Roger. Du hast schon wieder keine Taschenlampen, ne? Ja, die können wir uns noch nicht leisten. Okay. Oh Mann, wir sind arme Schlucker. Ja. Und rein. Aha, aber hier ist ja schon mal nicht... Ja, es ist schon dunkel. Oh, da unten ist ein Teakettle, den hole ich mir. Oh ja. Na gut. Oh, ich hab einen Würfel. Und da willst du einen Tee? Ja, nehmt alles mit. Los, lootet diesen Planeten leer. Lasst nichts für die Eingeborenen zurück. Soll ich den jetzt schon nach Hause bringen, oder? Kannst du machen, aber ich würde noch ein paar Sachen mehr holen. Kann ich mehr als eine Sache tragen? Du kannst 4 Sachen tragen. Wow. Aber manchmal hast du Sachen, die beide Hände brauchen. Dann musst du die kurz fallen lassen, damit du wieder was aufheben kannst. Nee, das geht hier. Aber ich habe eine Idee. Ihr könnt, wenn ihr Items habt, die vor den Main Entrance liegen, Freunde, dann tragt ihr die nicht mit euch rum und dann kann eine Person, die überlebt, die am Ende mitnehmen. Also ihr werdet natürlich alle überleben unter meiner Aufsicht, aber... Natürlich, klar. Na klar doch. Mhm. Und dann schmeiß ich diesen Teekessel jetzt hier hin. Was ist denn für eine Fake-Wand hier? Ja, ich mach dann so New Creatures. Hab Glimmer gefunden. Nimm den mit. Wir verkaufen den, wir verkaufen den! Das wäre geil, wenn das gehen würde. Mann, der Glibber lässt mich nicht in Ruhe hier. Hey, wo ist Baso eigentlich? Ist hier noch im Schiff? Baso macht Tür auf. Mano, wenn man im Schiff ist, dann kann man so Türen aufmachen für die. Da hinten ist ein Geschützturm, Freunde, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Hier geradeaus, wenn ihr euch sieht und anvisiert, dann schießt der.
Kann sein, dass wir an dem vorbei müssen. Kann man den dort schon einfach? Ja, man kann dran vorbeirennen oder Basu kann den auch ausmachen. Einfach dran vorbei, genau. Ich laufe einfach. Nehme die Beine in die Hand. Ja, ja, die Toy-Cube. Ja, Toy-Cube, den nehme ich mit. Ein Rubik's Cube. Geil. Konnte ihn noch nie lösen. Und Motor. Oh, hier ist ein Monster. Das haben wir auch geschafft. Monster? Ja, vor, hinter der Tür. Da stampft irgendwas rum, hier bei mir. Und da liegt auch so ein Large Axel. Oh, das Axel. Ist der Molchige. Divi, du kannst das noch aufheben mit den zwei Händen. Ja, ich kann das leider nicht. Junge, der ist ja übel laut. Ja, der Molchige, der ist auch sehr schnell und fies. So wie ich. Alles okay? Was ist da? Oh, hier ist Lockt! Da ist noch ein Molchiger! Oh mein Gott, es sind zwei Molchige! Wir müssen vorbei! Hilft nix! Nehmt die Beine! Lauf! Ich lass den Loot nicht zurück! Lauf doch mal erleben, ihr Fools! Wo lang? Scheiße, wir werden ohne Loot nach Hause kommen, Leute! Jetzt ist der Glimmer hier! Oh, Scheiße! Ja, weil ich muss den Glimmer weglocken. Okay, ich lock den Glimmer weg. Wir können es andersrum gehen. Ich lock den Glimmer weg. Obwohl, nee, wir müssen ja hier raus, ne? Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus, das stimmt. Hier. Hier war die Tür. Ja. Hier. Ich glaube, ist Divi tot? Naja. Oh, da ist eine Mine. Da waren wir noch nicht. Nee, wir sind beim. Ja, wir werden die Mine finden. Was war da jetzt? Hier war die Tür. Hilfe! Lass mich, teleport mich weg! Schnell, bitte! Ich bin tot. Flask! Aua! Weiß ich nicht, was passiert ist. Nee. Es war leise, ich glaube. Flask! Ja. Okay, Lumi hört mich. Nee. Lebt Flask noch? Der Molchige ist ja so super laut, oder nicht? Das ist dieser Große, der so ein bisschen molchiger aussieht. Flask! Ja, nee, es war ganz leise und auf einmal war ich tot. Ah, wurde. Hast du so einen Knacken gehört? Flask! Ja, ich glaube. Ei, das war der Also Lass. Irgendwas, ich bin Sag nicht sofort gestorben, irgendwas saß auf mir drauf oder so. Ja, das war, glaube ich, der Neckbreaker drin. Ja, ich hab nichts gesehen, es war mega dunkel. Ich glaube, das war's mit Flask. Ah ja, ein Teekessel. Oh. Hey, das ist meiner. Ja, wo war denn Basu die ganze Runde? Er hat Basu unser Schiff umgeräumt, das ist ja voll nice. Oh Mann! Stopp! Ich bin seit 10 Minuten tot! Susu, Basu macht mal die Tür auf. Basu ist auch tot. Okay, wir können fliegen. Ganze Zeit schon! Du hast eben mit jemand geredet, oder? Willkommen zurück, Beschwörer! Hey! Hat ihr wirklich tot? Lumi, ich bin aus dem Schiff rausgesprungen, als wir gelandet sind und sofort gestorben. Oh, als wir gelandet sind, bin ich gestorben. Oh nein! Gestorben. Das war sehr unbelohnt. Wir müssen jetzt richtig reinhasseln, Leute. Jetzt wird richtig reingehasselt. Genau. Ich habe keine Ahnung, wo es zur Main Entrance geht, aber wir hasseln jetzt rein. Wir nehmen hier alle durch den Fire Exit. Let's go! Okay. Hier runter? Ja, du kannst so runtersliden. Ja. Ist gut, da hinten ist der Main Entrance. Ein Kürbis! Jetzt gehen wir rein und holen ganz viel Loot und machen die Firma glücklich! Ja, für die Firma! Für die Firma! Irgendwas stimmt hier nicht, es ist schon wieder viel zu dunkel. Normalerweise hier ist es. Hier vorne leuchtet rot. Das sieht spoopy aus. Oh, warte! Ja, super. Ein Schlüssel. Geh mal gucken, warum es da rot leuchtet. Ich kann zuhauen. Kann ich dich damit hauen? Also Nein. Kann ich Friendly Fire machen? Ich will ja nur wissen, ob es in der Theorie geht, damit ich es nicht mache. Achso, ja, aber. Oh, hier liegt, ein Handy. Oh ja, hol mal. Ja, was? Hol vor. Ich geh mal ran. Oh, Christian, ist es für dich hier? Geh mal ran mit dem Kamerafesten. Geht nicht. Ist auch dran, ich weiß doch. Ja, bei mir sieht man aber nichts. Guck mal, hier ist ein Fire Exit. Oh, New Creature da, das ist nicht gut. Aber das war nicht von uns, Steam Leg. Oh, Katze! Mann! Was ne? Warum? Verkaufen wir die? Ja. Linda, du bist auch! Ich bin reingelegt worden. Guck mal, hier ist ein Fire Exit. Ah!
Warum ist sie denn erschrocken? Sie wusste, was passiert. Als ob sie das zum ersten Mal gesehen hat. Also ich bin jetzt zweimal unglücklich gestorben, aber es sind Lernerfahrungen. Ich gehe nicht aus diesem Fire Exit raus und wenn der Wurm kommt, dann laufe ich. Spielt ihr mit Mods oder erstmal ohne? Wir spielen mit Mods. Einfach die von der Temoros Lobby, glaube ich. Das war, Lumi hat auch gelebt, ne? Scheiße. Hallo, wir haben beide noch gelebt. Wir waren beide noch lebendig. Oh, ich habe Angst. Wir konnten gerade noch mehr zum Boden. Wir haben uns auch noch den Wildtüter angemacht und das haben alle geredet und ich habe die ganze Zeit einen Hund. Mich hat so ein scheiß Wurm aufgegessen. Warum hast du dich denn eigentlich erschrocken? Du wusstest doch eh, was passiert, oder nicht? Hä? Ich wusste doch nicht, dass es in ein paar Sekunden passiert. Okay, ja, das verstehe ich. Ich wusste ja gar nicht, dass du schon auf die Tür raufgedrückt hattest. Ach ja. So, er hat einen Mimik erwischt. Wir standen einfach so in der Tür und auf einmal passiert das. Nein, ich hab nicht gesagt, so, ich gehe da jetzt durch oder so. Doch, ich hab gesagt, ich gehe jetzt. Nee, und dann warst du schon weg. Ja. Du hast gesagt, guck mal, da ist der Fire Exit. Und ich so, okay, ich gehe jetzt. Aber es hätte ja auch einfach nichts passieren können. Es hätte doch ein echter Fire Exit sein können. Ja. Also bringst du uns zum Company Building. Was mach ich denn hier eigentlich? Access Terminal. Das müssen wir verkaufen, oder nicht? Geschlichen, aber er hat mich komplett weggesnackt. Kann ich jetzt hier Sachen verkaufen? Sell Item. Und dann drückt man einfach hier auf die Glocke, oder was? Ja. Ja, genau. Du kannst doch nicht die Katze verkaufen. Weil ich will die Katze noch hinlegen, da ist kein Platz mehr. Ja, einfach nochmal sonst. Also, Nee, das habe ich bei euch im Stream schon gesehen, das mache ich nicht. Kleine Gauner. Tschüss, Katze. Wir können uns einen Teleporter kaufen. Können wir so russisch Roulette spielen mit der Glocke? Ja! Entschuldigung, hab ich erfangen. Ich hab noch ein Telefon, was ich verkaufen muss. Komm, Toni, drück. Ich drück nochmal. Junge, meine Beine sind gerade von da drüben angeflogen. Komm. Mann! Und er sagt gerade auch noch so, nee, ich hab genau gesehen, was bei euch im Stream passiert ist. Oh ja! Im Prinzip spielen wir hier gerade Among Us. Ich werde auch angelogen die ganze Zeit und sterbe sehr schnell. Eigentlich. Okay, jetzt wird hier gleich ein bisschen. Selbes Spiel. Aber wir können sie nicht aufladen können, ne? Bin schon wieder tot gewesen. Mir reicht's. Ich will looten jetzt. Ohne sterben. Looten! Ohne sterben. Na gut, dann Abfahrt. Looten! 15 Objekte! Looten und looten. Oh, das ist am besten. Oh nein, nein, nein. Looten, 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 looten. Tun sie Retto. Alles für die Firma. Tunsen, bitte kommen. Okay, ich glaube, ich habe keine Taschenlampe. Habe ich nicht mitgenommen. Der war in dem Schrank. Naja, habe ich gesagt, ich lege sie in den Schrank. Naja, aber ich war tot und habe nicht aufgepasst. Ja, ist okay. Egal, bleib einfach bei. Okay, ich muss. Ich hatte kurz Angst, dass hier im Wurm ist. Hier ist ein Geschenk. Danke. Manchmal ist auch eine Spinne drin. Wirklich. Wirklich lieb. Oh, hier ist auch der Main Entrance. Na gut. Map, map! Lass schon mal die Sachen rausbringen. Okay. Hey, ihr Loser! Oh mein Gott. Warte, ich schmeiß das einfach hier hin, ja? Ja, genau. Ihr denn schon den Loot her, seid ihr Lootmeist. Das war in so einem Geschenk drin. Cool. Wir kamen gerade von rechts, da ist der Fire Exit. Also rechts der Fire Exit ist legit. Nein, hier ist ein Geschenk. Wo denn? Ich weiß nicht, wo du mir ist. Und wie weg? Da drüben, oder? Wo denn? Ach nee, das bist du. Das bin ich. Ich höre sie, aber ich weiß nicht, wo der hin ist, leider. Hier in die Richtung, oder? Hier, hier. Vorsicht, geschützt. Oh, hab ich ja schon. Wo geht's denn hier nochmal raus? Ah! Klassiker. Oh, Fire Exit, Linda. Hier ist der Mensch. Ausgang. Wo ist der Ausgang? Geh mal raus! Ach so, der Fire Exit. Ja. Geh doch mal aus dem Fire Exit raus. Nee. Christian, jetzt ist es Zeit, hier rüber zu springen für dich. Los. Ich leuchte dir sogar. Ach, ich muss aber erst auf das Ding hier rauf, oder? Ja. Oh, probieren wir. Ja. Oh, warte, hier ist ein Schlüssel. Entschuldigung, hab mich erschrocken. Leucht mir bitte, ich seh nix. Ich leuchte doch. Ach so. Damit kann ich den Fire Exit aufschließen. Nein! Wenn hier alleine sein, können wir wieder rausgehen, so Richtung Eingang? Ja. Ich sehe nichts, so dunkel. Linda, nicht so schnell. Können wir den Ausgang wieder finden? Ja. Such aber mal hier links, glaube ich, oder? Den Ausgang.
Das. Nevermind, wir sind komplett falsch gelaufen. Es ist hier lang, glaube ich. Hier. Vielleicht. Ich meine, da sind wir ja gerade schon rumlaufen. Du läufst in dieselbe Richtung. Das stimmt, ja. Jetzt habe ich mich verlaufen. Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wo ich lang muss. Ah, hier. Linda? Linda, folgt meiner Stimme. Oh, warte mal, mir läuft irgendwas hinterher, glaube ich. Hallo? Linda? Ich habe ja gar keinen Loot, das bringt ja gar nichts, wenn ich nach Hause gehe, oder? Ich weiß ja auch nicht, ob noch jemand lebt. Hier sind Wespen. Ich habe Angst. Und ich weiß nicht genau, wo das Raumschiff ist. Hier. Aber der kommt doch ran. Ach so, das ist nur ein Vogel. Der Vogel meinte gerade, Linda, folgt meiner Stimme. Hallo. Was? Nee, das hab ich. Ich hab gesagt, Linda, folgt meiner Stimme. Ach so. Aber drinnen. Ja. Ja, warum kann er mich nach? Alter, das ist doch merkwürdig. Ich hab hier so Schlüssel mitgebracht. Na Christian, wie liefst du für dich? Nice. Ich hab den Ausgang gefunden. Cool, geil. Ja, wir haben eigentlich ganz gut Loot mitgenommen, ne? Ich hab überlebt, ja. So buggy. Wir könnten jetzt einmal im Orbit ganz kurz restarten und die Mod ausmachen mit den Taschenlampen, damit die Taschenlampen nicht mehr in diesem Extra-Slot sind, damit wir die zumindest aufladen können. Okay. So, machen wir es. Ja, ein bisschen mehr. Ja, das passt schon. Guck mal, hier ist noch eine Taschenlampe drin. Wir hatten da keine, Toni? Ich hab eine. Mir geht's gut. Okay. Warum ist meine grün? Du kannst auch die krasse haben. Hier, Blesk, drück einfach G. Nehme ich die Billo-Taschenlampe. Als Blesk, wo geht's da so weit runter? Nee, da hinten, oder? Atlas Westen, glaube ich, oder? Nee. Hier lang, glaube ich. Ich laufe einfach mal der Nase lang. Da. Main Entrance. Oh, guck mal, hier ist viel heller. Nevermind, hier ist super dunkel. Ist echt weniger dunkel. Ja, vielleicht. Wir haben es repariert. Oh, hallo. Das beste Item im Spiel. Das beste Item. Junge, das ist wahrscheinlich auch das Nervigste. Oder? Nein, das ist... Nee, es gibt noch mehr Nervigere. Okay. Ist da unten etwas? Ist ja gar nichts drin im Raum, dabei sollen hier so viele Objekte sein. Da ist ja nix. Oh, hier ist unten ist der Fire Exit. Soll ich da mal durchgehen? Ja, klar. Ja, er funktioniert. Fuck. Der war ja legit. Der war ja legitness. Ja, da sind wir auch reingekommen, du kleiner Schlumpfkopf. Ich nicht, ich bin durch den Main Entrance rein. Biele. Wo Loot? Oh, Loot, hier muss aber was drin sein. Hast du was? Super. Ich hab, so eine Ampel. Toll. Hier ist eine Mine auf dem Boden, oder? Ui. Eieieiei. Eieieiei, da wollen wir aber nichts mit zu tun haben. Oh, da ist ein Feuerwechsel. Nee, diesmal nicht. Kann man rausgehen? Nee. Aber da drüben ist ein Item. Du musst hier nur drüber hüpfen, Linda. Guck mal. Da sind so Flaschen auf dem Boden. Was ist, wenn du deins fallen lässt und du rüberhüpfst? Ja. Ich mach das. So springen, krieg ich immer Krise. Collect. Boah, 52. Oh, hier ist auch noch ein Large Axel-Dingens. Kann ich mit dem Ding hier gut hüpfen? Ja, ne? Na, Kreatchen, achte nur darauf, dass deine Stamina voll sind. Oben links in der Ecke. Gute Arbeit. Tschüss. Nimm das andere. Ich glaube, der Weg ist aber arschweit. Hier kommt irgendwas. Hilfe! So, helfen Sie mir doch! Hä, wo bist du? Linda ist gegessen worden von der Spinne. Oh, das ist nicht gut. Ja. Wir kommen jetzt wieder hier raus? Weiß ich nicht. Irgendwo hier lang, oder nicht? Das sieht mir hier nach dem richtigen Weg aus, bin ich ehrlich. Hallo? Hallo? Wo ist denn der Ausgang?
Bei mir! Hi. Sehr gut. Wir haben ein paar Leute verloren. Ein paar Leute? Was heißt das? Ja, Linda ist von der Spinne aufgegessen worden, leider. Okay, ich glaube, Tuni wurde auch aufgefuttert. Kann man die Leichen noch mitnehmen? Ich habe schon ein bisschen Schaden gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich ja. Weiß halt nicht, ob man irgendwie die Leichen von denen so rausnehmen kann. Ja, dann verlieren wir nicht so viel Geld, ne? Aber Weiß jetzt nicht, ob ich da nochmal reinlaufen will, wenn wir eh schon low sind. Ja, okay. Wollen denn jetzt diese ganzen Wespe von mir? Wo sehe ich denn jetzt, ob Leute tot sind? Alumi ist nicht tot. Die ist im Wald. Na, wenn die sich nicht mehr so viel bewegen, glaube ich, sind sie tot, oder? Ja, gibt's Sinn. Kann man mit dem Teleporter die Leichen zurückholen? Ich glaube, Leichen nicht. Wie geht denn der Teleporter überhaupt? Man drückt auf den Monitor, den man teleportieren möchte, und dann den roten Knopf. Ah. Aber dann ist der Loot weg, wenn man die teleportiert. Stimmt, ja, aber Lumi läuft hier mit so einem Gegner irgendwie durch die Gegend. Ne? Ja, das kriegt die doch. Das schafft die. Sieht gut aus. Da, sie ist da. Hallo! Hallo! Ich hätte dich fast teleportiert, weil da so ein roter Punkt war neben dir. Ja, da war so ein Vogel, ich habe den angeschrien, dann hat er Angst bekommen. Ah. Sehr gut. Ich habe noch Basos Taschenlampe geholt und... Ja, sollen wir jetzt nochmal rein, oder? Also Toni liegt relativ am Eingang, oder? Ist Toni tot? Ja, ich glaube schon, da war irgendwas. Okay, dann hole ich sie. Ihr bleibt hier. Wenn ich wiggle, dann beamt mich nach Hause. Okay. Okay. Meinst du, wie sollen sie schon beamen? es geht ihr gut, oder? Ja, okay. Anscheinend. Okay. Sie unterhält sich nur mit Flügel. Ich geh Toni nicht holen. Flug, Flug, Flug! Macht auf! Komm rein! Okay. Und ich starte das Schiff, ne? Ja, warte. Nein, nicht starten. Okay. Wir können Tonis Leiche noch herbeamen. Ah, okay, ja dann. Mann, dieses scheiß Manual. Ach, du bist ja schon hier. Also können wir auch noch heimporten. Hat irgendwie nicht so geklappt. Oh, ja. dann wird sie vom Affenmann gesnackt. Dann kann man die nicht holen. Nee, die wurde schon als Spinne gegessen. Oh. Ja. Aber Baso ist da. Das alles, der kleine Tampon. Hey, wollen wir fliegen? Ja. Oh man. Hallo, willkommen zurück, Beschwörer. Hallo, Christian hat mich getötet. Wie denn? Was? Du hast gesagt, oh, hier kommt was. Und ich gehe nach oben, aber die Spinne war oben. Da kam jemand. Ja, wusste ich nicht. Das kam von oben. Ja, wusste ich nicht. Entschuldigung. Also wir haben die Quota schon beisammen. Das heißt, wir können heute schön so Nuggets chillen. Wenn wir jetzt verkaufen, also wie lange macht man unser Geld oder... Sachen? Nee, man muss einfach pro Run immer mehr Stuff looten. Und wenn du es irgendwann nicht mehr schaffst, dann wirst du gefeuert. Okay, der Shop kommt gleich angeflogen, ich geh schon mal rein. 22 Objekte? Kann man vorher scannen, wie viele Objekte in dem Gebäude sind, oder was? Ja, du kannst scannen, wie viele Objekte außerhalb des Schiffs sind. Oh, wer ist das? Keine Ahnung. Das nervt. Wo müssen wir denn lang? Davon ist Feuerausgang und ja, da ist Main Entrance, genau. Oh, ja, ich habe vielleicht meine Taschenlampe nicht aufgeladen. Hä, warum ist meine komplett leer? Die war doch gar nicht an. Ah ja. Ich weiß nicht, ob die ganze Zeit an. Stimmt, vielleicht war die ganze Zeit an. Dann benutze ich stattdessen einfach meine Tröte. Und die ist weg. Loot. Oh, hier ist ein Geschützturm. Der hat mich fast abgeschossen, die Sau. Wo ist denn hier? Hier ist denn nichts an Loot. Ich bin so genervt. Ist jemand im Schiff und kann R4 öffnen, bitte? Hallo? Nee. Mann, warum? Ich bin getroffen. Ui. Gut mal, Puppe, dann geht's dir besser. Huh? Sieht ja voll crazy aus. Da ist ein Schleim, leider. Ja, da ist auch der Geschützturm. Ja, da ist auch gar kein Loot. Ich weiß nicht, wo der ist. Vielleicht bin ich verlaufen. Warum sieht es hier so wenig Loot, ne? Das ist eine Sackgasse. Wenn der Schleim jetzt hier reinkommt, dann haben wir ein Problem, glaube ich. Jemand muss mal hier R4 aufmachen, glaube ich. Okay, das ist nicht gut. Juhu, der Schleim kommt leider. Bitte raus. Hier. Hallo? Hallo, hört ihr mich? Ja? Vorsicht, draußen sind Hunde. Also wenn ihr gleich rausgehen solltet, wenn ihr Sachen zum Schiff bringt, am besten still sein und crouchen. Okay.
ihr zu den Fire Exits kommt, ja. Der neben der Tür, da ist so eine schwarze Tür und neben der schwarzen Tür ist das der richtige Fire Exit. Mhm. Kann man den ich muss jetzt nochmal zu dieser Security Door und hoffen, dass Linda mich hört. Kann der Blob hier mal weg? Jetzt ist auch der eine, der keine Lampe hat, hier am Rumlaufen. Alleine. Hilfe! Was war das für ein Geräusch? Oh, das Ding nervt ja so hart. Cool. Das hat sich ja voll gelohnt. Hier drin ist irgendwie nichts. Ich geh raus, mir reicht's. Und ich muss jetzt mich muten, weil irgendwo Hunde sind. Und wenn ich laut rede, dann hören die mich anscheinend. Problem ist, ich hab halt nichts gefunden. So, ups. Wo war denn, warte mal, wo war denn unser Schiff? Hier hinten irgendwo, oder? Ja. Hornhorn collected. Ja, ich hab da drinnen echt gar nichts gefunden. Das war ein bisschen nervig. Ja, da war ein bisschen so viel Sackgasse und so. Ne? Ich weiß nicht, wo Lumi war. Ich glaube, Lumi ist vielleicht durch den Fire Exit nochmal in eine andere Area gekommen. Aber bei Lumi war ein bisschen gut. War jetzt auch schon so spät. Ne? Beim Fire Exit sind noch Items. Sollen wir nochmal hin? Hallo, Lumi. Ja, ich geh die Sachen auf jeden Fall nochmal holen. Divi war auch da. Okay, ich komm okay. Mit. Achso, müsst ihr nicht. Da liegen nur zwei Sachen davor. Besser, wenn ihr hier bleibt und dass wir nicht alle sterben. Aber Teamwork makes the dream work. Christian, geh ruhig mit. Kann es sein, dass Divi den Weg nach Hause nicht findet? Ich geh mit. Dein Praktikum hier, du musst auch mal ruhig mal. Ja, muss man auch mal arbeiten. Jetzt müssen wir Maul halten, glaube ich. Sie kommuniziert, Hi. Hast du den Weg nicht gefunden? Ich wollte warten, bis der Hund weg ist und ich deine Sachen mitnehmen kann. Ach so, du kannst einfach crouchen und sagen, dann kommt der. Also, da macht der Hund nichts. Ich gehe hier rein. Und wo liegen hier die Items jetzt? Hier ist ja gar nichts. Bin ich durch den falschen Fire Exit rein? Ups. Weiß nicht, ob ich das hätte nehmen sollen. Naja. Es war nicht der richtige Fire Exit! Mann! Ah! Was ist mit diesem Game los? Warum ist es so? Ich bin durch den richtigen Fire Exit rein und durch den falschen wieder raus. Ja, Toni! Alles sind da, wo Blessing wurde gefuttert, glaube ich. Also ich sag mal so, ich bin durch den richtigen Fire Exit rein, aber durch den falschen wieder raus. Oh nein! Schwarze Tür, unlucky. Ja. Und ich habe aus Versehen diesen Kern rausgezogen. Aber das ist gut. Ich meinte noch richtig gut, dass du den noch geholt hast, weil der gibt richtig viel Geld. Also wenn du es nach Hause geschafft hättest, wäre richtig nice gewesen. Ja, wäre. Hätte. Ja, wenn ihr den großen Kern mal seht, am besten nicht rausziehen direkt am Anfang, weil dann wird alles schwarz und ganz viele Monster kommen. Deswegen richtig gut, das immer am Ende zu machen. Deswegen wurde das irgendwann so dunkel und hat so gemacht. Das ist korrekt. Das, wo das mit der Radiation kam. Yep, genau das war das. Time to sell. Ja! Ein Honkhorn behalten! Ein Hubi-Hub? Eine Hubi? Ja? Nein, alles wird verkauft. Verkaufen wir die Schlüssel auch? Nee, die Schlüssel können wir behalten. Die geben nicht viel und die brauchen wir zum Türen öffnen. Wir haben richtig viel Moneten gemacht. Money, 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 money. Dollar, Dollar. Oh Mann, wir haben ja so viel Geld. Geil. Okay, okay. Auch noch jemand Flashlight? Ja, ich bräuchte eins. Ich hab auch eins, aber das ist für mich auch nur eins im Schrank. Oder nicht? Junge, wir haben die Quote ja einfach erschlagen. Dann reduziert. Ja. Overreached, we are so good. Overtime Bonus. Jetzt brauchen wir 377. Also, geht das ja. Schaffen wir doch leicht. Ist das jetzt Lumi und alleine schwerer? Nee. Nicht wirklich. Jemand noch die Toffe mitnehmen und ich bleib. Bip, bup, bup, bup. Im Zen und mach
mach Kommunikation. Ja, nimm eins mit. Ich nehm's nicht mit, weil ich sterb immer. Was liegt denn hier? Nimm mal mit, Christian. Ich geh kannst du auch so sagen, dann kannst du sagen, schnell, teleport mich raus, wenn du ein Problem hast. Und wie mach ich das? Einfach nur reinreden? Q drücken, dann ist es an. Und dann linke Maustaste zum Reinreden. Linda, bitte komm. Fliegendes Vogeltier an Rittmaschkibubiada. Roger, fliegendes Schnabeltier. Hier. Ich komm zurück, ich hab schon ein Inventar voll. Hallo. Hallo. Wo ist der Loot? Wo ist der Loot? Hier ist leider auch nicht so viel, aber... Ich hab ein Loot hier. Ach man, hier ist ja gar nichts. Bin umsonst gehüpft. Hier drüben ist die Tür noch. So, oder? Au. Ein Motorblock. Ah gut, hier ist noch was, oder? Ja, da vorne sind noch Flaschen. Ja. Ja, perfekt. Aber das ist was, das dick ist. Ja. Hier unten runter, oder nicht? Ja, hier runter, ne? Ah, ja, ja, das sieht gut aus. Da, 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 da. Ja, das ist gut. Okay. Nein. Ja, das sieht doch schon mal nett aus. Wollen legen wir das einfach hin, oder? Ah, okay, ja. So. Habt ihr ja recht. Ja. Hallo. Ihr seid so gut in dem Game. Okay, muss wieder los jetzt. Captain Blaubeer, ein fliegendes Stinktier. Erster Raubzug war ein voller Erfolg. Wir gehen jetzt nochmal rein. Over. Klingt gut. Klingt gut. Was ist los, Lumi? Hier ist ein Geschützturm. Wo denn? Ja, aber wo bist du denn? Wo bist du denn hingelaufen? Geschützturm kaputt hauen. Ich glaube, ich kann den Geschützturm nicht kaputt hauen. Das hat er nicht so gut gefunden, glaube ich. Mit diesem scheiß Stoppschild, ey. Ich komm nicht nach Hause. Hallo. Hallo. Hier, bei mir. Hier rechts rein, dann kommst du wieder zum... Katze. Da bin ich hergekommen, hier von links quasi. Mhm. Okay, Bowser hat, glaube ich, einen ausgemacht. Okay, nice. Okay. Warst du hier überall schon drinne, ja, ne? Captain Blaubeer an Fliegen stinkt hier. Bitte melden. Over. Fliegen stinkt hier. Brauchen Sie Hilfe? Captain Blaubeer hier. Ich stehe vor einem Geschützturm und der müsste irgendwie ausgeschalten werden. Ansonsten komme ich nicht durch. Over. Okay. Verstanden. Over. Ah! Die ganze Zeit aus, sollte ich Ihnen sagen. Over. Da ist ein zweiter und der ist nicht... Jetzt ist er aus, glaube ich. Perfekt, danke. Hallo, Captain Blaubeer. Ich soll Ihnen sagen, dass man die nur kurz ausmachen kann und dann gehen die sofort wieder an. Over. Hilfe! Ja, es soll daraus... Alles gut, ja. Ja, ich lebe. Ich versuche da jetzt mal reinzugehen, aber unter Umständen müsste ich geportet werden, bevor ich aufgefressen werde, ja? Ja, verstanden. Over. Kannst vielleicht einfach auf den roten Punkt gucken, wenn er mir zu nahe kommt, port mich einfach raus. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Also teleportet. Opa, hallo. Hallo. Ach, mein Walkie-Talkie ist ja dann weg. Oh Mann. Ja, hab ich doch auch gesagt. Nein. Stimmt, der hab ich nicht dran gedacht. Aber da war so ein... Du hättest einfach rausgehen können, ne? Du bist halt immer wieder rein und raus, war dein Problem. Hallo. Ja, ich hab da nicht drüber nachgedacht, dass... Ja, Taschenlampe und Walkie-Talkie auch weg ist. Mal
Hallo Monster, bitte bringen Sie das Walkie-Talkie zurück. Aber da war nicht nur so ein Ding, Stampfding, sondern auch so einfach so ein dunkler Mann, der mich angeguckt hat. Also so ein Umriss quasi, ein Schatten. Oh. Den Affenmann, wenn du den einmal anguckst, dann wird er schüchtern. Also du musst angucken und dann weggucken, dann geht er wieder weg. Aber wenn du ihn anstarrst, dann kommt er und tötet dich. Der mit den leuchtenden Augen, ne? Ja. Genau, ja. Wollen wir losfliegen? Ja, cool. Ja. Wer das Walkie-Talkie verliert, muss es auch wiederholen gehen. Genau. Ich gehe. Oh mein Gott. Warning, the ship will leave at midnight. Achtung, Achtung, Achtung. Das schaffe ich. Ich schaff's doch nicht. Spoiler, er hat's nicht geschafft. Warum ist er jetzt tot? Weil er rausgegangen ist und schauen ist. Mein Gott, komm. Er hat's nicht geschafft. Nun! Aber er hat sein Bestes gegeben, ne? Man kann's nicht anders sagen. Cousin, ist eine wichtige Nachricht für dich. Ich hab's nicht geschafft, leider. haben wir gar nicht gemerkt, also. Nee. Captain Linda, wo fliegen wir hin? Also, alle unsere Optionen sind richtig kacke. Deswegen nehmen wir die, die am wenigsten kacke ist. Hier regnet's, also es kann sein, dass man wieder so einsinkt. Willst du ein neues Walkie-Talkie, Chris? Let's go! Ja. Wo geht's denn rein? Ah, Main Entrance. Das sieht gut aus. Ich geh unter. Dieser dumme Scheißdreck. Dieser beschissene Scheißbeschiss. Dummscheiß. Mann. Wie kann das denn sein, dass ich da direkt wieder untergehe? Ich bin aus dem Scheißraumschiff raus. Und ich hab mein Leben 300 Mal. Mein ganzer Loot ist mir. Oh. Ja, meine auch. Warum ist Lumi tot? Oh mein Gott. Genau, das ist mir auch passiert, Lumi. Bist du auch in den Treibsand rein? Oh Mann. Bin ich da reingegangen. Oh, ein Big Bullshit. Aber da war so eine scheiß Pfütze genau vorm Raumschiff. Ja, ich glaube schon. Oh mein Gott. Ja, ich dachte, zwei davon. Ich hol mal die Taschenlampe ab, die ich bestellt habe. Ja, nix, Alter. Ja. Ab in den Boden. Ey, ich nehme so voll selbstbewusst meine Taschenlampe und Walkie-Talkie in die Hand, gehe aus dem Raumschiff und gehe unter. Okay. Die kann ich jetzt auch machen. Ja. Frage, ob sie gemerkt haben, dass wir alle tot sind, aber ich glaube schon, ne? Nee, die waren ja die ganze Zeit drinnen, die können uns ja noch nicht gemerkt haben. Aber Tuni ist ja jetzt schon zu Hause. Achso, aber sie hat sie schon gemerkt? Weiß ich nicht. Jetzt merkt sie es. Ich glaube jetzt, ja. The time is now. Moment mal, die sind ja alle tot. Wieso sich? Hä, wo ist Lumi? Jetzt macht's Klick. So ganz langsam. Wie bist du's? Ja. Guck mal, ich glaube, die anderen sind alle tot. Nein. Guck mal. Ich hab so geil. Ja. Guck, Lumi, da ist aber kein Punkt. Nee. Bei Blesk auch nicht, nur der Schleim oder so. Hä? Basu ist auch weg. Die sind irgendwie im Nichts, ne? Sind die irgendwo draußen gestorben? Okay, hallo? Eine der Tasten teleportieren, um zu gucken. Das ist geil. Ja, ich starte das Schiff, ne? Ja. Wir sind bestimmt draußen irgendwo verreckt. Vielleicht sind die in den Treibsand gehüpft. Hey, jetzt finde ich sie alle ja, schon. Ja! Sie haben's! Ich flieg nie wieder auf den Rainy-Planeten. Das ist so beschissen. Kann doch nicht. Scheiße. Hasse Rainy. Eieiei. Ich hab jetzt nicht geintet. Hallo! Hallo? Hi! Hallo! Ja, es... Wir sind alle drei... Mit der Geschichte. ...aus dem Raumschiff gehüpft und in den Treibsand. Oh. Das Ding ist, ich war ja AFK und ich komme zurück und ich sehe, dieser Shop-Ding ist da und keiner holt den Loot. Und ich war so, hey, warum holt denn keiner den Loot? Und ich sammle den Loot ein und ich versinke Oh nein. Ich checke, warum keiner den Loot eingesammelt hat. Und gerade was mir genau davor passiert ist. Okay. Und ihr beide habt das, oh warte, falsche Finger. Ihr beide habt das wunderbar gemacht. Ihr habt das toll gemacht. Weil wenn ihr beide gestorben wärt, dann wäre der Run gestorben. Ihr habt das wunderbar gemacht. Übrigens, Tuni, falls du das wissen willst, wenn du so gar keinen Punkt mehr auf dem Radar siehst, dann heißt es einfach, die Leute sind einfach so in den Boden reingesunken. Das war's. Oder sie wurden vom Affenmann geschnappt. Oder sie wurden vom Wurm gefressen. Oder sie sind in ein Loch gefallen. Ja. Oder im Treibsand. Ja! Grab. Diesmal hole ich mir den ganzen Loot.
ohne zu sterben. Glaubt ihr an mich, Chat? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe euch bisher nicht so den Grund gegeben. Eins in den Chat, wenn ihr denkt, ich werde alles looten. Zwei, wenn ihr denkt, ich werde nach 3 Sekunden sterben. Hallo! Ich bin der Affenmann. Da vorne ist Backroom hier von Dingsbums, von Affenmann. Und hier ist irgendwo so ein Minen-Ding oder so. Wo bin ich hergekommen? Ah, hier. Du bist unten? Mhm. Ja. Hallo. Ich höre den Insider, aber ich hab den nicht gefunden. Auch jemand von Flaschenlampe. Ich glaube, Demi hatte keine. Was ist denn mit Lumenti los? Das hört sich aber gar nicht gut an. Ah, da ist Simina. Okay. Simi. Du bist Mina. Kommst du schon? Das ist so geil. Oh, Achtung, 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 hier ist. Ja, Achtung, Lumi ist tot, Lumi ist tot. Achtung, da ist ein Geschütz direkt um die Ecke. Eine Taschenlampe. Klasse, ich habe 2. Achso. Ah, gut. Warum ist jetzt hier so eine gemeine Musik? Wegen dem Geschütz. Und weil Lumi da gestorben ist. Vor der Tür liegen 2 große Sachen und eine kleine. Da bräuchte ich Hilfe gleich dann. Kann ich da durchlaufen, denkt er? Also folgendes. Achso, ja, also erstmal muss man halt. Kannst ja schauen, wie die sich drehen. Ja. Die guckt ja nicht immer zu dir, die dreht sich. Ja, ja. Also hier hinten ist ein Fire-Exit, habe ich gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob der echt ist. Genau. Ich sehe irgendwo noch mehr Loot. Ich kann meine Taschenlampe nicht anlassen und. Oh, Big Bolt. Den will ich. Oh! Linda, bei mir hier ist der Ausgang. Hörst du mich noch? Linda! Bei mir hier ist Ausgang. Was? Bei mir hier ist der Ausgang, falls du ihn suchst. Hier. Kann gar nicht sein. Doch, Fire Exit. Der Fire Exit, oder was meinst du? Ja, genau. Achso, nee, den will ich nicht, den traue ich nicht. Okay. Aber der funktioniert. Ich hab's so probiert. Mm-mm. Ich kann auch gerne vorgehen. Nee. Sie traut mir nicht. Das ist okay, ich würde mir auch nicht trauen. Ein Schlüssel. Eine Schabe. Linda, was macht die kleine Schabe? Ich glaube, ich gehe mit dem bisschen Loot erstmal. Ich glaube, ich hau erstmal ab. Sicher ist sicher. Aber wo ist denn hier das Schiff? Kann ja eh nichts mehr tragen. Ist ja ziemlich egal. Da vorne, oder? Hä, wo ist das Schiff? Bin ich dumm? Hallo? Oh. Ah, da vorne. Ach, das ist kein Hund, ne? Das ist ein Vogel, glaube ich, ne? Leber. Das ist ungewöhnlich. Wollen wir das ändern? Nein. Okay. Wollen wir noch versuchen, die Bienen zu holen? Ja. Ich glaube, das würde Lumi richtig glücklich machen, wenn wir versuchen würden, die Bienen zu holen. Auch eine freiwillige Person. Ich mache. Ich sterbe. Ich mache auch den gefährlichen Teil. Okay, pass auf. Siehst du diese roten Bienen da? Ich locke die Bienen weg. Mhm. Und du nimmst dir das Nest mit E. Okay. Und bringst es ganz schnell ins Zuhause. Ja, schnell. Weil der schnell gibt ist ganz viel Geld. Okay, ich locke die Bienen weg. Ja. Hier nach unten und du nimmst das Nest. Okay, jetzt. Ich komm. Ja, nimm. Und renn. Ja, komm her. Lauf! Das ist. Lauf. Hoch. Rein. Nice. Ja. Okay. Sehr gut. Ich glaube, ich bin super sauer. Ich bin mega sauer. Kommst du rein? Also? Nehmen wir so eine. Also, dir geht's gut, oder? Ich glaube, Linda geht's nicht so gut, oder? Doch. Oh, hätten wir sie porten können, wenn sie von den Bienen wegläuft? Stimmt, ja. Das wäre doch übel sick gewesen. Oh. Hallo, Faso. Naja, immerhin haben wir sie. Ja, lass mal fliegen, oder? Ja. Ah! Flieg! Er hat schon gestartet! Oh Gott. Weg! Wir sind am Fliegen. Oh Gott. War nicht knapp. Nee. Hallo. Hallo. You did a good job. Du hast das fürs Team gemacht. Danke. Das war super klasse. Du hast ganz toll den Bienen-Dingsbums eingesammelt, die wir ja, mega. Haben. Nur mit deiner Hilfe. Übel gut, ja. Just in time. Boah, jetzt können wir so viel Scheiß verkaufen. Ja.
Ich pack mal die ganzen Taschenlampen kurz weg, dass wir besser an die Sachen rankommen. Nice. Alter, wir haben ja so viel Kram. Das sind einfach richtige Mann. Oh, guck mal, das Bienennest, wie das da so in der Mitte schwebt. Kann nichts mehr drauflegen, ja. Ja, da müsste es einmal abgeholt werden. Warum kommt der denn nicht? Manchmal, wenn man die Boombox davor legt, wird sie auch richtig sauer. Und dann kommt sie auch ohne Grillen. Oh shit. Jetzt. Oh. Ich wollte gerade anfangen zu twerken, Mann. Bitte können Sie die Sachen jetzt abnehmen, Frau Tentakel. Danke. Danke. Sehr gut. Man muss doch nett fragen. Oder richtig nervig sein. Oh, 572. Dicker Paycheck. Wollen wir mal so einen Reverse-Teleporter holen? Der portet dich einfach ins Gebäude rein, in einen random Spot. Aber das kann stark sein, aber es kann auch int sein. Ne? Ja, das ist ja das Lustige daran. Also entweder wir holen den Investigator oder wir gehen auf einen teuren Planeten. Oh, teurer Planet, scheiß auf Reverse! Muss man dafür bezahlen, auf die Planeten zu fliegen? Ja, nur auf die teuren. Let's go! Was ist das jetzt für ein Planet? Das ist der Schneeplanet, der ist cool, da gibt's eine Villa. Also es könnte sein, dass wir anderen Gegnern begegnen als die, die ihr schon kennt. Es gibt einmal den Wackelkopf Coilman. Den müsst ihr angucken. Wenn ihr den nicht anguckt, dann sterbt ihr. Also nur eine Person muss den angucken. Aber wenn ihr den nicht anguckt, dann sterbt ihr. Aha. Dann gibt es noch die Spieluhr. Die ist sau langsam. Die könnt ihr einfach, also von der könnt ihr einfach weglaufen so. Und dann gibt es noch den Nussknacker. Das ist einfach ein Nussknacker mit einer Shotgun. Okay. Genau. Ja klar, schießt, warum auch nicht? Der schießt zweimal und dann lädt er nach. Und zwischen dem beim Nachladen kann man ihm auf den Kopf hauen. Also den mit der Shotgun angucken. Exakt. Nee. Hier ist der Eingang. Komm mit. Ja, immer den Lichtern folgen. Okay. Hinter dem Schiff ist der Eingang. Hat irgendjemand eine Schaufel dabei? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Okay. Mensch, ich habe meine Taschenlampe nicht aufgeladen. Oh, das ist... Ich dachte, ich habe die aufgeladen, aber habe die, glaube ich, andauernd angehabt. Ups. Oh, los geht's! Oh, oh Junge, sieht ja viel cooler aus hier auf einmal. Lol. Hier bleibe ich. Ab dem Klingel. Ich gehe einfach direkt mal nach oben. So. Hey, hat irgendwer einen Schlüssel dabei? Nee. Scheiße. Hier ist eine Maske. Okay. Oh, setz dir mal auf, cool. Hab das schon mal bei Linda zugeguckt, da hat die immer gesagt, nicht die Maske, Timmit, nicht die Maske, Timmit. Okay. Ja, die Maske aufheben, aber anziehen. Ich vertraue gerade niemandem. Ich habe auch noch zwei Sachen. Irgendjemand hat die Maske aufgehoben, ne? Ich habe sie genommen. Aber ich weiß, wie man damit umgeht. Das ist kein Problem. Wirklich? Was macht denn die Maske? Ich weiß es echt schon gar nicht. Ich weiß nur, dass wenn du sie aufsetzt oder in der Hand hältst, wirst du verrückt und tötest alle. Ah. Okay, ja, dann bin ich sehr beruhigt, dass du mir hinterherläufst gerade. Oh, eine rote Soda. Hashtag no egg. Mach mal so ein bisschen, wie bei der Pandemie, einfach so ein bisschen Abstand halten. Na gut. Meine Taschenlampe geht nicht mehr, das ist natürlich jetzt nicht gut. Das klingt hier auch sehr ungesund gerade. Ich lauf mal raus. Mir reicht's. Ich bring mal den Loot zurück, so, das ist erstmal vernünftig, denke ich. Oh, die haben eh schon alles zurückgebracht. Immer den Fußspuren nach, ne? Oh, man sieht hier ja gar nichts. Oh, es ist ja auch erst früher Nachmittag, so. Hätte ich mal meine Taschenlampe aufgeladen, Tony. Hallo? Kannst du ja jetzt. Hallo? Das ist schlau gewesen, ja. Oh, was? Hast du das gerade draußen auch benutzt? Ja. Ah, dann war das Geräusch, was ich gehört habe. Okay. Taschenlampe. Habt ihr noch was gefunden? Ja, ich habe gerade ein paar Sachen reingebracht. Hier. Ja, oh, so eine Soda-Can und ein Horn. Oh, die anderen werden gechased, ne? Aber ja. So, wir gehen nochmal rein, wir holen mehr Loot, das war's noch nicht. Ist ja auch noch nicht spät. Okay, let's go. Ah ja, hier. Okay. Hallo. Wo? Der Affenmann ist hier irgendwo, Bless. Du musst aufpassen. Genau dasselbe nochmal. Der Affenmann ist ja, ich dachte erst, kommt rein. Ich bin doch hier. Oh, hier ist eine Mine, Vorsicht. Hast du die Schaufel? Oh! Oh nein, Lumi hat die Schaufel. Ich hab sie nicht! Hier, du hier, hast hier. Sie, Lumi, du hast sie! Hau sie!
Habe ich Lumi getroffen? Ja. Ja, weil ich dachte erst, Les kommt rein. Hä, warum kann ich Lumi? Ich dachte gerade, warum kann ich Lumi hören? Okay, Christian, nimm den Loot. Ja. Mann, ich wollte die Schabe kaputt hauen. Tut mir leid, ich habe Lumi getroffen. Ich weiß doch. Alles gut passiert im Westen. Mann, ich hätte sie fast gerettet und dann habe ich sie umgebracht. Oh, was ein Schleim. Wir schaffen das, Winner. Wollen wir den Schleim hier reinziehen und ihn dann rausdribbeln? Oh, Junge, du war auch gerade der Neckbreak. Ich hasse den so doll. Was macht der? Naja, der den man so angucken muss und dann wieder weggucken. Aber wenn man den einmal sieht, dann weiß man immer schon, der steht so um die Ecke und so und der erschreckt mich immer ganz. Der Schleim hier nervt halt ein bisschen. Müssen wir noch ein bisschen mehr ziehen. So, das bleib ich eigentlich im Werner. Ich zieh so krass. Oh. Ich bin fast in die Mine rein. Jetzt können wir durch. Okay. Hast du keine Taschen? Oh, hier ist noch einer. Oh, ich bin im Arsch, hier ist eine Mine. Nee, du musst hier, Christian, du musst ganz schnell. Warte, ich zieh dir den weg. Ja. Wo kann man hier wieder raus? Hier. Ja, oder? Ja. Hier bei mir. Hier. Ah, du hast recht. Ich gehe, ja. Muss man den angucken? Ja, ich guck ihn an. Kannst du mir mal. Da ist noch einer, guck den anderen an. Ich guck beide an. Kann man beide angucken? Ich weiß gar nicht. Kannst du mir mal sagen, ob hinter mir die Tür ist? Ja. Okay, geh raus! Okay, wir gehen nach Hause. Wir gehen heim. Und sei mal leise. Gott, er hat euch beide gekriegt. Oh, Mann, das war der Scheiß. Oh nein! Der Dreckswurm. Weißt du, was das ein Wurm war? Ja, das ist ja. Ich hab zu spät die Erde gesehen, die so. Oh, ja, aber ich hab's halt nicht ganz gewafft. Ja, unlucky, dass er euch beide gekriegt halt der Weg hat. Das Ding ist, das hat so gegrummelt und ich dachte, fuck, das sind die Hunde. Und ich hab versucht, dass es der Wurm ist. Und dieser Computer mit dem Raum. Dass er uns beide gekriegt hat, ich bin so sauer. Das ist wirklich so eine Scheiße. Der dreckige Scheißwurm. Das stimmt. Hallo! Ihr seid so gute Mitarbeiter, wir sind so schön. Ja, mega! Zum Glück haben wir auch so viele Taschenlampen, Alter. Was hat euch gekillt? Der Wurm? Oder was der Wurm, Der Wurm hat alle erwischt. Wir hatten noch keinen einzigen Baum, Mann. Noch keinen einzigen Baum. Was gibt's denn noch alles, Baum, Mann? Wenn wir heute hatten wir den Wurm sonst nie. Das Wild heute. Nee. Noch mal Villa! Ey, die Villa war cool. Ja, cool. Ja, okay, dann landen wir da nochmal. Okay. Was ist Eclipse? Okay, Eclipse ist, wenn es Nacht ist und dann kommen direkt die Monster aus der Nacht, also Hunde und der Wurm und Riesen. Die kommen normalerweise erst, wenn es dunkel wird. Verstehe. Oh. Wurm. Bin doch gelaufen! Dumme Scheiße. Ich muss aus dem Feld rauslaufen wahrscheinlich. Ich bin einfach halt reingelaufen wahrscheinlich. Ach man. Chat, was muss ich machen? Muss ich aus dem Fleck rauslaufen oder muss ich einfach nur laufen oder was genau ist das Ding? Einfach geradeaus weiterrennen. Ja, ich habe aus Versehen Steuerung gefettfingert am Anfang. Und dann habe ich mich auf den Boden gesetzt. Das war jetzt auch nicht so stark, glaube ich. Ah! Okay, also wenn man den Wurm hört, sollte man nicht ducken fettfingern, ne? Nee. Okay, ja. Fingern. Im Schrank ist noch eine Taschenlampe, falls du brauchst, ne? Ja, brauch ich. Und aufladen nicht vergessen. Zack. Aber ich muss sagen, wir sind wesentlich weitergekommen als so manchmal sonst, wenn wir mit Timmit und Timorus unterwegs sind. Ja, das sowieso. Das wundert mich also. Das ist prima. Biba-Kolonia. Wo müssen wir denn hin? Ach, da hin. Ich hab keine Ahnung. Da bin ich. Wie, Lex? Oh, eine Schraube. Geil. Oh, hier war noch ein Geschütz. What the fuck? Nein. Eine Tür. Eine Tür? Ja. Oh,
ist hier unten etwa Loot? Ich glaube, das ist nicht echt. Hallo. Hallo. Steigen hinab in die Hölle. Yeah. Ich liebe die Hölle. Schlüssel. Nice. Oh, hier ist irgend so ein Trampelvieh. Hier ist noch ein Trampelmonster. Hier ist so ein Trampelmonster, ne? Welches Monster? So ein Trampelmonster. Was war das? Warum höre ich nicht alle so laut? Hier ist so ein Trampelmonster, habe ich gesagt, Lumi. Was für ein Monster? So ein Trampelmonster, rechts in der Tür. Riese, ey. Ein Trampelmonster? Naja, das so trampelt halt. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Das trampelt halt so. Was? Wie sieht das aus? Ja, der Schlacker, keine Ahnung, wie ihr den genannt habt vorhin. Molchiger? Molchiger? Ja. Der Molchiger. Ja, der so trampelt halt. Haben wir hier schon? Willst du es haben? Nee. Hier, nimm. Jetzt will ich es nicht mehr. Oh Gott. Ey Leute, falls wir uns verlieren, dann hört einfach auf das Signal hier. Wir wissen, wo du bist, ja. Perfekt. Oh, hier kommt er, glaube ich. Oh, hier ist auch so eine scheiß Mine, ne? Kann man die Minen irgendwie deaktivieren? Ja, vom Schiff aus. Du hast leider gerade 1 Minute und 30 Sekunden zu spät geradet, aber weiß ich natürlich trotzdem zu schätzen. Hallo, guten Tag, wir spielen gerade Lethal Company und sind alle gestorben, leider. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind alle tot. Wie wir extra nicht auf den Schneeplaneten gegangen sind. Oh Mann, da waren auf einmal so viele von denen. Ich glaube, wir können direkt ab ins Orbit, Freunde. Na, hallo. Nein! Das beste Item im Spiel. Es kam eine Leiche, wir sind noch teleportiert. Es war mir eine Ehre, Freunde! Wir sehen uns auf keiner Seite. Was passiert jetzt? Hilfe, Hilfe! Leider. Portet mich raus! Hallo? Oh. Ja, wir sind gefeuert worden. Wir haben leider die Quote nicht erfüllt. Wir sind alle tot. Space! Hey, 16 Tage! Oh, wir haben 16 Tage überlebt. Wir sind übel lange drin gewesen, ja. Sind wir 27 Mal gestorben? Ja. Ja, ich bin alleine schon 20 Mal gestorben. Das ergibt schon Sinn. So 16 Mal? Ich bin 27 Mal gestorben? Ich habe einmal überlebt tatsächlich.